Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch die größte Pilzfarm auf ganz Griefer Games. Und das ist auch genau die Farm, die ich für mein Video benutzt habe, wo ich mein ganzes Orblager abgegeben habe. Und allein mit dieser Farm lässt sich, denke ich mal, in einer Stunde schon recht gut Millionen Orbs machen. Und deshalb probieren wir das heute aus. Dazu müssen wir auf CB7 zu PH Randy fahren und das spawnen wir hier. Da drehen wir uns einmal um und dann sprinten wir hier zurück. Hier gibt es auch noch nebenbei Zuckerrohr, darum soll es aber nicht gehen. Auf der linken Seite haben wir hier Pilze, die braunen, und ihr seht schon, das hier ist wirklich alles voll. Und hier drüben haben wir halt überall die roten Pilze. Und ich würde sagen, ich fange jetzt den Timer an zu stoppen. Ich leere die ganzen Kisten hier und am Ende der Stunde schauen wir, wie viel Orbs wir bekommen. Gut, die Stunde ist rum. Ich war recht fleißig, würde ich sagen. Also ich habe hier schon ein paar Pilze. Wir gehen einfach mal zum Orbhändler und schauen mal. Oh, wir haben fast 1 Million Pilze gemacht und kriegen dafür dann auch fast 2 Millionen Pilze. Ich würde sagen, die geben wir einfach ab. Ich würde sagen, das ist gar keine mal so schlechte Ausbeute. Bei einer Erzefarm hatten wir 3 Millionen die Stunde gemacht. Und dafür, dass man ja dann immer noch das Erz und das Erz, also immer was Verschiedenes verkaufen muss, ist das, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Alternative dazu. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, würdet ihr diese Methode nutzen, um Orbs zu generieren? Ansonsten vergesst auch nicht, meinen Discord beizutreten, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, das Video zu bewerten, Kommis zu schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.